Na, wie ich schon gesagt, wollte ja nur schnell einen Schluck mal trinken. Denn, ja, mein ha Gesellschaftsraum. Mein Hals wird immer trockener und trockener, während ich dieses Spiel spiele und ja. Hörst du das? Ganz schön laut! Woher kommt das Geräusch? Ich glaube, von der Theke da drin. Von dem Radio oder was das hier ist. Der Theke steht ein Radio. Ausmachen. Das Rauschen kommt aus dem Radio. Wie kann man den Lärm abstellen? Ausmachen. Und ich muss sagen, ich persönlich finde das hier irgendwie etwas unausgereift, leider. Ich persönlich kriege von so einem Rauschen sogar jetzt ein bisschen Kopfschmerzen gerade. Und sowas von. Na also, es geht doch. Ruhe im Karton. Ach, jetzt, jetzt kommt aus dem Radio! Musik. Schöne Melodie! Und jetzt kommt Richard. Dieses Lied heißt das Wunder des Monds. Ich höre es zum ersten Mal. Mein Vater mochte es sehr. Das Lied war sehr beliebt, lange bevor du geboren wurdest. Aha! Ich kenne das Lied auch nicht. Ah, da ist jemand! Zum Du bist doch Ashley. Meine Ashley! Sie weiß nicht, was sie sagen soll. Ihr Gesichtsausdruck, aber okay, da steht ein Wildfremder vor ihr. Wieso sieht der hier so dünn aus? Ist der nicht viel dicker im nächsten Teil? Was hat er in dem einen Jahr gemacht? Ashley! Sie weiß nicht, was sie sagen soll. Ich bin Richard! Und was jetzt? Ashley. Ja? Ich habe so auf dich gewartet. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Papa. Hörst du das dabei? Papa, ja, sicher. Hier ist es. Die Karten, die du für mich hinterlassen hast. Es ist gut, dass du hier bist, Ashley. Ich bin glücklich, dich zu sehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Stimmt etwas nicht? Papa! Wo ist Jessica? Jessica. Jessica? Jessica ist verschwunden! Verschwunden? Sie ging los, um dich zu suchen und dann war sie weg. Zugbrücke habe ich sie schreien gehört. Vor dem Pförtnerhaus lag ihre Brille auf dem Boden. Ist Jessica hier in der Villa? Nein, ich
glaube also, ich bin Jessica noch nicht begegnet. Aber wo solltet sie denn sonst? Geh sie suchen. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was ist denn? Wer ist es immer noch nicht? Was ist los, Ashley? Du, Papa! Ich möchte dich etwas fragen! Na, Mama! Mama! Warum? Er weiß nicht, was er sagen soll. Warum wurde Mama ermordet? Er weiß nicht so recht, wie er antworten soll. Sayoko, denn Mama wollte das Nasa und dich beschützen. Sie wurde von einem Eindringling erschossen. Ein Eindringling? Wer? Der hat Mama umgebracht. Er weiß es selber nicht wahrscheinlich. Er weiß zumindest nicht, was er sagen soll. Sie auch nicht. Du warst es nicht, oder? Wenn er es wäre, würde er es auch voll zugeben. Ashley! Erinnerst du dich nicht daran, was in jener Nacht geschah? Jene Nacht. Ich träume oft davon. Und was für Träume? Ich war drei, hatte mich in einem Schrank in den Schlaf geweint. Und dann ging plötzlich die Schranktür auf. Jemand rief meinen Namen. Wer war das? Ich weiß es nicht. Mein Traum hörte mal sehr schnell auf. Deshalb hatte ich auch vergessen, wie du aussiehst. Das macht nichts, Ashley. Das macht nichts. Verzeih mir. Ich habe dich so lange allein gelassen. Papa! Ashley. Ich habe Sayoko nicht umgebracht. Papa! Spielende! Sayoko. Meine Mama war für mich der einzige Mensch auf der Welt. Sie zu verlieren war so, als hätte ich mich selbst verloren. Oh, wie gemein. Was mit Ashley? Papa! Deswegen habe ich für Sayoko die Arbeit an Inazar fortgesetzt. Das Inazar. Papa! Ist dieses Inazar fertig? Einer deiner Mitteilungen stand, ist so geschrieben. Ashley, das Inazar ist die Vollendung von Sayoko mit meinem Lebenswerk. Jetzt, da du hier bist, ist es endlich komplett. Hä? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Was will er uns damit sagen? Papa, was ist? Was für ein Gerät ist denn das? Das ist denn dieses Inazar? Es ist Ende vom Spiel. Was war das? Ich geh noch. Warte kurz auf mich. Ist gut. So verließ Papa den Raum. War das? War das? War das dein Papa? Anscheinend. Er weiß nicht, was er sagen soll. Sie weiß es auch nicht. Es war ein seltsames Gefühl, als Papa mich umarmte. Er roch nach Zigaretten. Das ist also mein Papa. Jetzt, nachdem ich ihn getroffen habe, bin ich ein wenig durcheinander. Aber könnte es sein, dass Papa die gar nicht sehen konnte? Ich glaube, nein. Was? Dein Papa konnte mich nicht sehen. Aber wieso? Dein Papa vertraut den Menschen nicht. Meinst du wirklich? Aber mach dir keine Sorgen. Das ist bei allen Erwachsenen so. So, an dieser Stelle werde ich wieder speichern. Dann wird es jetzt aber wirklich mal wieder eine kleine Pause geben. In der ich mir auch gleich was Neues zu trinken machen muss. Denn, ja, mein Trinken ist langsam alle. Und ohne Trinken werde ich den Rest hier garantiert nicht mehr weitermachen. Sollte ich ihn denn heute überhaupt schaffen. An dieser Stelle erst einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Part von Let's Play Inazar Code, Doppelte Erinnerung.